Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Together Staffel 2 mit Biba Butzemann. Hallo. Impuls hat uns heute leider, sich nicht zu uns gesellt. Wir müssen heute mal wieder zu zweit zocken. Ist auch nicht so schlimm, wir werden das alles in den Griff kriegen. Kleine Änderung am Rande. Ja, das kriegen wir hin. Kleine Änderung am Rande. Was uns und euch die letzten paar Mal aufgefallen ist, wir haben relativ viele unterschiedliche Erze gehabt, vom gleichen Typ, wie zum Beispiel Kupfer, wie zum Beispiel Zinn. Ich habe ein bisschen an der Erzgenerierung rumgeschobt, das wird jetzt alles von Thermal Expansion generiert. Dazu habe ich dann auch, und das sieht man hier, die Karte zum Teil neu generieren lassen. Der Baum sieht irgendwie komisch aus, da habe ich halt dann die Karte abgeschnitten und das Drumherum ist neu generiert worden. Der große Baum ist gewandert. Ja, jetzt steht er halt hier. Na gut, egal. Und hier fehlt ein ganz großes Stück vom Baum. Na egal. Wir werden sie fällen. Irgendwann brauchen wir sie sowieso. So, wieder durch unser Wäldchen durch. Thema für diese Folge sollte sein, wir hatten ja schon so einiges an Erzen eingesammelt. Nur verarbeiten wollten wir sie noch ein bisschen. Dazu wollten wir quasi wie in der letzten Staffel uns eine Maschine und einen Motor bauen. Der Pulverizer ist der gleiche wie das letzte Mal. Nur in einem Punkt werden wir uns jetzt hier nämlich mit einer neuen Steam Engine auseinandersetzen. Die kommt nicht aus Railcraft, die kommt aus Thermal Expansion. Ist im Endeffekt nichts Dramatisches, das ist ein bisschen Kupfer, das ist ein bisschen Silber, das ist ein bisschen Zeugs drumherum. Lars ist heute nicht mit, ich dachte. Nein, Lars ist heute nicht mit dabei. Sorry, leider so. Der ist schon ins Bettchen oder so. Ja, wahrscheinlich. So. Ja, weil er vorhin noch meinte, dass er noch Plätzchen machen wollte. Tja, wahrscheinlich. Na gut. Können wir leider halt dann ohne ihn machen. Ist ja auch nicht so schlimm. Jo, eben. So, halt, hier waren wir stehen geblieben, genau. Kupfer. Dafür brauchen wir 4 Kupfer, 2 Eisen. Achso, nehmt ihr gerade auf? Ja, wir sind gerade aufnehmen, alles easy. Sorry, dann weniger das dann. Die Leute kennen dich schon. So. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal 8 Silber, das könnten wir so machen. Kupfer brauchen wir ein bisschen mehr, da können wir fast 2. Die 3 nehmen wir mal weg. Und wie viel machen wir da noch? Mal. Ob wir das so durchkriegen mit der Kohle? Naja, wir werden sehen. Genau, weil das Problem ist auch tatsächlich, wir haben ja so viele unterschiedliche Sachen, das ist einfach dämlich. Ein bisschen Eisen, das war Zinn, Eisen brauchen wir auch. Reichen uns die 7? Wieso denn eigentlich schon Lava in dem Dingen hier? Die haben wir doch das letzte Mal gesammelt. Da warst du dabei. Ja. Ja, das haben wir doch schon alles gemacht. Jagd nach der Lava. Genau. Kann ich unten noch was von dem Zeug schmelzen gehen? Klar, kannst du. Generell. Ja, mach doch mal. Wir müssen hier Aluminium-Gravel-Ohr haben wir zum Beispiel noch da. Das kannst du einfach. Du kannst auch das Eisen und Zinn und Kupfer und so alles schmelzen. Ach komm, das machen wir hier. Dazu haben wir hier doch genügend Öfen, oder? Aber 9 ist eine blöde Zahl. So, 8. 8 ist genau ein Stück Kohle. So, dann haben wir hier. Da haben wir noch Holz drin. Aber kein Brennstoff mehr, na egal. Die 3 Kupfer und 2 Kohle. Und dann müssen wir schnell versuchen, das restliche Kupfer reinzukriegen, dass wir die dann noch durchkriegen vielleicht. Naja, wir hoffen, dass wir es alles in den Griff kriegen. Ja, da muss ich jetzt einen ganz kleinen Moment warten. Da unten ist ja noch was drin. Ja, ein bisschen was haben wir noch drin. Was hast du eine Legierung gemacht? Das müsste Bronze gewesen sein. Ja, ist Bronze. Na eben. Ich werde sowieso bald wieder ein neues Werkzeug brauchen, weil das eine ist mittlerweile schon ganz schön kaputt geworden. Meine das ist ja reparierend. Ja, gut. Ich hoffe ja, dass wir möglichst bald an besseres Material rankommen.
aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, das schmilzt hier. Da drüben ist unser Eisen noch drin. Da haben wir noch einen Ofen. Was hat man denn noch so? Einmal Silber. So ein 8er Stack. Der sollte dadurch brennen. So, Silber haben wir, Kupfer haben wir, Eisen haben wir. Danach brauchen wir noch ein bisschen Gold. Da haben wir ein bisschen was gefunden. Da brauchen wir mindestens 2. Na, wofür werde ich denn 2 Gold brauchen? Gib mir mal das Gold. Unten kriegen wir mehr raus als hier oben aus den Öfen. Stimmt, warte mal. Moment, dann schwupp. Da hast du ja recht. Daran hätte ich denken sollen. Dann nehme ich einfach mal das Kupfer hier wieder raus. Ha! Bin ja gar nicht so. Aber das müssen wir jetzt dann unten noch einzeln durchschmelzen, ne? Ja. Also Alter. Sorte für Sorte. Naja, egal. Schmelzt zuerst dein Gold. Springst dir rauf, wenn es fertig ist. Genau. Dann wird es sogar reichen, ein Gold zu machen, aber mach ruhig 2. Da kommt dir dann die richtige Menge dabei raus. Genau, das sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, also, wie du das da machst, ne? Weil du legst nämlich hier, und das ist ganz wichtig, ich darf es mal ganz kurz rausnehmen. Ja, bin noch nicht geschmolzen. Genau, und zwar diesen Ingot-Cast rein. Mit dem Ingot-Cast entstehen dann quasi, Barren. Barren. Genau. Wenn das hier jetzt geschmolzen ist, er hat jetzt 2x Gold reingetan. Jetzt, das gucken wir uns einfach mal an. Weil da kommen nämlich jetzt 4 Goldbarren raus. Das ist eine Alternative zum Pulverizer. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt mit allen Metallen sauber funktioniert. Ich habe hier noch einen kleinen Texturfehler. Mit vielen. Ja. Ich glaube, Silber funktioniert. Oh. Kupfer, Eisen. Bin. Gut. Das Gold haben wir. Ja, gleich ist es fertig. Die Spannung steigt. Und die Temperatur vom Gold auch. Wir haben's. So, drück doch mal. Ich bin hier Zuschauer. Das fließt rein. Und dann macht's. Plepp. Und Goldbarren. Oh, so. Dann schmelzt du mal unten weiter. Ich mach da oben schon mal in Ruhe. Ja. Was heißt in Ruhe? So, also wir wollten uns das Teil hier bauen. Ich bin ein bisschen voreilig. Mir fehlt noch etwas Material. Oder? Genau. Redstone. Stimmt. Wir waren das letzte Mal noch ungefähr eine halbe Stunde, sag ich mal, minern. Das haben wir uns noch gegönnt. Ich schmeiße das hier einfach in der Gegend rum, das gute Gold. Bronze, Zinn. Bronze brauche ich doch gar nicht. Wo habe ich das Bronze jetzt hin? Da. Bronze brauche ich nicht. So, ist da noch was drin? Nein, da noch was drin? Ja, Eisen. Und da haben wir noch Silber. So. Habe ich Holz auf der Tasche? Habe ich Kobbel? Habe ich auf der Tasche? Das sollte doch schon mal passen. So, also, Crafting Table. Wir brauchen einen Piston. Schöne Sache jetzt mittlerweile. Mit einem Shift-Links klickt auf das Fragezeichen, wird das automatisch ausgefüllt. Und wir kriegen hier einen schönen Pisten raus. Dann müssen wir das Zeug zwar wieder alles rausnehmen, aber egal. Dann brauchen wir hier diese Redstone Transmission Coil. Das ist Redstone, Silber und Redstone. Davon brauchen wir auch eine. So, und dann brauchen wir noch die Zahnrädchen. Seit wann brauchen wir das Stone Gears? Okay, egal. Stone Gears sind kein Problem. Ich glaube, du kannst beide benutzen. Machen wir als Stone Gears, ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. So, 2 Räder. Und dann kommt hier einfach ein bisschen Cobblestone drumrum. Und dann haben wir schon Stone Gears. Ist doch kein Problem. Machen wir doch im Vorbeigehen. So, und dann war das Kupfer. Genau, 2 Kupferräder. So, und jetzt brauchte ich noch ein bisschen Kupfer. Da hattest du noch eins mitgenommen, ne? Nee. Hattest du nicht? Ach, eben. Dachte ich mir doch. Wie viel ist denn da noch drin? Kupfer. Dann mach es mal als Aluminium, dann schmelzt sich das Kupfer oben durch. Kupfer sollte es uns eigentlich nicht mangeln. Dann stecken wir halt hier das Stück Kohle rein und die 8 Kupfer ist nicht ganz so effektiv. Wir kriegen nicht 2 Barren aus einem Klumpen heraus, aber mein Gott, damit müssen wir jetzt einfach mal leben. Das Gold hast du mir schon gegeben. Da kann ich dann hier schon mal weitermachen. Da nehmen wir uns mal noch
ein Glas. Nein, wir brauchen sogar zwei Glas. Jawohl. So. Und zwar aus dem Glas. Aus dem einen und zwei Goldbarren basteln wir uns schon mal schöne 8 Golden Transport Pipes. Wenn mir jetzt jemand ankommt und sagt, wir sollen Redstone Energy Conduits nehmen. Ja, mag sein, aber dazu brauchen wir noch einen ganzen Arsch voll von Maschinen und eine ganze Menge Power. Haben wir alles noch nicht. Deswegen muss das jetzt erstmal reichen. Das gleiche machen wir nämlich dann noch mit dem hier. Dann haben wir nämlich die Wooden Transport Pipe. Und aus der einen machen wir uns jetzt einfach mal ein Wooden Conductive Pipe. Genau. Und von den hier nehmen wir uns mal 4. Sind wir mal großzügig. 1, 2, 3, 4. Genau. So, jetzt haben wir die Wooden Conductive, die Golden Conductive Pipes. Damit haben wir schon mal die wichtigsten Sachen, um das Zeugs auch anzuschließen. Irgendwo hier war mein Kupfer. Genau. So, und jetzt brauchen wir normalerweise nur noch, wenn ich alles passend vorbereitet habe. Klick, jawohl. Und da haben wir unsere erste Steam Engine. Schöne Sache das. Haben wir noch irgendwo Zinn gehabt? Wir sind also, gerade unten. Schmilzt gerade unten, oder? Sehr schön. Guck mal, das ist gerade Aluminium nicht. Gesagt. Ist eigentlich egal, wir können es auch aus Aluminium machen. Genau. Aluminium ist oben schon. Jetzt ist Zinn gerade an der Reihe. Gut, dann mach das mal in Ruhe, weil wir brauchen noch ein bisschen Wasser für den Engine. Jo. Und dann wollten wir uns noch den Pulverizer bauen. Genau. Wie viel brauchst du? Wie viel Barren? 3 hätten gereicht, glaube ich. Weil da kriegen wir dann 12 oder 16 raus. Ich glaube 12 waren es. Gut. Und das reicht uns fürs erste Mal. So. So, hoffentlich habe ich mich nicht irgendwo verzählt bei meinen ganzen Rezepten. Den Machine Frame. Ah, da fällt uns noch was. Da fällt uns noch mal Glas. Oder brauchen wir da das bessere Glas? Nö, normales Glas. Ah, aber 4-mal. Ja, ist ja gut. Man sollte sich die Rezepte vielleicht genauer angucken. Gut. Pulverizer. Machine Frame. Chuck. Und schon haben wir unser Machine Frame. Und dann brauchten wir noch diesen Redstone Energy. Nein, Redstone Reception Coil. Ha, so wie hieß es. So. Und jetzt müssen wir doch eigentlich schon alles zusammen haben, oder? Nein, Flint fehlt uns noch. Flint. Danke. Flint, haben wir das bei den Erzen? Ach, damals. 2-mal Flint. Gut. Wir haben ja eine halbwegs vernünftige Lagerhaltung. Ja, wunderbar. Unser Pulverizer ist fertig. So. Das wird alles noch besser. Wir werden wieder mit Applied Energy 6 anfangen. Ich kenne uns. Wir können nicht ohne mittlerweile. Wo bauen wir das Ding jetzt hin? Weißt du, ich hätte mir jetzt vorgestellt, wir bauen jetzt hier die Motoren hin. So. Dann kommt hier der dahin. Ja, tu die aber eins weiter rein. Hier muss noch eine Wand hin. Da muss noch eine Wand hin? Wie meinst du das? Oh. Ach so, meinst du das? Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Ich wollte es eigentlich. Damit ganz das mit dem Grunddings oben abschließt. Ah, okay. Ja, gut, dann machen wir es. Wir werden sowieso noch kurz oder lang umziehen. Genau. Ach, dazu habe ich mir auch schon was überlegt, wie wir das machen. Das hat mir persönlich einfach besonders gut gefallen. Wir werden nämlich nicht wie üblich Stein auf Stein bauen. Nein, das wäre ja langweilig. Das kann jeder. Wir machen das mal anders. So, bauen wir die eins tiefer oder bauen wir die einfach da an die Wand? Ach, bauen wir die da an die Wand. So. Hier. Und hier. Und dann 4. 1, 2, 3, 4. Hm, blöd. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. So, und jetzt fällt mir wahrscheinlich gleich der Motor um die Ohren. Nein, er hält.
setzt man einfach ein bisschen tiefer. Nein. Gerade der Server? Nö. So, jetzt stimmt's. Weil er macht hier Unsinn. Was macht er denn? Zumindest bei mir auf dem Bildschirm. Also, der ganze Unsinn Zeug läuft on, aus. Ja, ich sag mal, die Smeltery ist noch nicht hundertprozentig, aber ich habe zumindest in dem Lava-Teil da unten Flackern drin, was ich auch ein bisschen komisch finde. Achso, ja, ja, das Flackern. Aber es ist wieder alles in Ordnung jetzt. Okay. So, und dann bauen wir das hier einfach mal weiter und dann stellen wir hier unseren Pulverizer auf. Ist zwar ein bisschen komisch im Moment, aber sollte funktionieren. Ach ja, und jetzt kommt wieder ein Bereich, wo ich mir sagen muss, das muss ich mir wieder mal anschauen, weil das Rezept für den Hopper hat sich geändert, denn der ist nicht mehr aus irgendeinem Mod, sondern der ist ja mittlerweile aus Vanilla. 5-mal Eisen und eine Kiste. 5-mal Eisen, 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 nein, nur noch 3. Dann schmelzen wir einfach, ach, weißt du was, dann hole ich einfach mal das Eisen von oben und ein bisschen Kohle. Du hast ja jetzt einen Pulverizer, damit kannst du doch. Eben. So, du hattest mir schon irgendwas gegeben, ne? Zinn, genau, Zinn. Ja. 6 Stück, falsche Kiste, richtige Kiste. Ja, an der Kiste können wir es bauen. So, 1, 2, 3, nein, andersrum. Der nach oben und die nach unten, wie ein Dach, genau. 12 Cans. Machen wir uns nochmal 12. Weil Zinn haben wir, glaube ich, genug da. Dann brauchen wir nämlich nicht nur Kohle, sondern wir brauchen auch Wasser. Was sagt denn die Uhrzeit? Oh, ein bisschen. Naja, egal. Ich werde es hoffentlich überleben. In der weiten, weiten Wildnis. So. 1, 2, 3. Das Schöne dabei ist nämlich im Vergleich zu Eimern, wir brauchen kein Eisen dafür. Zinn haben wir, wie gesagt, genug. Und die Dinger lassen sich auch stacken. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den Eimern. Also leere Eimer lassen sich schon stacken, das ist schon richtig, ne? Aber gefüllte Eimer nicht. So, machen wir die restlichen dann noch voll. Wenn wir schon dabei sind, wir werden es brauchen. So. Hallo Schafe. So. Tür auf, rein. Dann haben wir gesagt, wir nehmen uns... Was nehmen wir alles mit? Das Gold nehmen wir uns mal mit. Das können wir auf jeden Fall mal durchjubeln. Dann haben wir hier noch Ferrous Ore. Das können wir durchjubeln. Bauxit ist erstmal nicht so wichtig. Kupfer, Silber, Silber. Das sind unterschiedliche. Ja, super. Dann nehmen wir mal den kleineren Stack. Blei. Und den Eisenberg. Dann nehmen wir uns mal mit. Genau. Das klingt gut. Das klingt vernünftig. Halt. Natürlich sollten wir uns auch noch ein bisschen Kohle mitnehmen. So. Denn dieses Teil hier, machen wir erstmal Enable Time, läuft. Na, machen wir es so. Das muss man in die Hand nehmen. 1, 2, 3, 4. Mehr wie 4 Eimer, Schräger, Cans. Passen da leider nicht rein. Und dann schmeißen wir erstmal. Oh. Ja, komm, das Stück Charcoal können wir da reinschmeißen jetzt mal. So. Dann packen wir hier in den Pulverizer schon mal unser erstes Material. Aber vorher noch eine Kiste. Eine Kiste ist eine gute Idee. Eine Kiste ist eine gute Idee. Machen wir uns eine einfache Holzkiste. Genau, das reicht fürs Erste. Brauchen wir nicht unbedingt daneben stehen. So. Dann den Ausgang nach rechts. Und zwar alles nach rechts und den Eingang von oben, auch wenn wir noch keinen Hopper drauf haben. So, dann schmeißen wir da mal das Silbererz rein als Erstes. Und schmeißen dich hier mal an. Zack. Der läuft fröhlich vor sich hin. Und er pulverisiert hier hoffentlich gleich fröhlich vor sich hin. Hm? Was ist denn los?
Ah. Jetzt macht er. Langsam baut sich hier ein bisschen die Minecraft-Schule auf. Und 8 haben wir da. Dauert. Gut, das ist auch nicht unbedingt der effektivste Motor. Aber es ist für den Anfang mal eine gute Sache. So, jetzt haben wir das erste durch und es kommen 2 Silberdust raus. Aus den 2 Silberdust kann man natürlich wieder 2 Silberbarren brennen. So, das dauert jetzt alles eine Zeit. Das können wir jetzt natürlich zu Tode reden, die Zeit, ne? Hier hast du 5 Eisen für deinen Hopper. Ja, dankeschön. Dann bauen wir mal schnell da oben noch einen Hopper zusammen. Dann brauche ich schon wieder eine Kiste. Naja. An Holz mangelt es uns ja mal wieder nicht. Kennt man irgendwie aus den letzten Folgen. Ich weiß nicht warum. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, der Hopper, der Hopper. Der ist doch, glaube ich, besser, der Hopper. Der hat auch, glaube ich, ein Feld mehr, wenn ich mich recht entsinne. Der nimmt auch automatisch aus den Kisten, die über ihm sind, Sachen raus. Okay. Weil dann machen wir hier nämlich mal das Ferrus, das Eisen, das Gold. Das Eisen mal nach hinten. Das Blei. Den können wir jetzt einfach mal ein bisschen befüttern hier. Wenn der Motor natürlich noch ein bisschen Energie hätte. Irgendwie sieht die Grafik ja auch komisch kaputt aus. Naja. Ich glaube, der ist auch nicht richtig angeschlossen. Der kann im Moment auch noch nichts runden geben. Wir können natürlich mal den oberen Ausgang erstmal zumachen. Und wieder anmachen. Wir werden es gleich sehen, ob er funktioniert. 2 schöne Erzsachen hat er noch zum Durchpulverisieren. Das letzte. Dann schauen wir mal, ob der Hopper funktioniert oder nicht. Er müsste eigentlich zuerst das Ferrus-Ohr nehmen. Doch läuft er. Na komm, schneller, nicht so langsam, nur nicht hudeln. Irgendwas hat er gerade rausgenommen, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Oder? Nein? Nein. Ach, der Hopper mag mich nicht. Hast du den Hopper oben drauf geklickt auf den Pulverizer oder gegen die Wand? Ah, das kann sein, dass ich wahrscheinlich gegen das Falsche geklickt habe. Okay. Jetzt sieht's richtig aus. Ferrus, Gold, Eisen und Blei. So, pulverisieren wir doch mal alles hier durch. Was wir natürlich auch noch demnächst machen müssen, oder bald machen müssen, ist, wenn wir hier noch ein paar mehr Motoren haben, uns noch irgendwie Wasser ranzukarren. Ich denke, da wird ein Aquarius mal wieder genau das Mittel zur Wahl sein, oder? Können wir nächste Folge machen. Ja, hätte ich auch gesagt. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen die Erze leicht nach und nach durchschmelzen, also halt durchschmelzen, pulverisieren. Noch uns noch 2-3 Gedanken machen, wie wir jetzt gleich weitermachen. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann.